Neue Games, Upgrades, Hausaufgaben und meine Flohmarktausbeute der letzten Wochen. Leute, heute gibt's richtig viel zu besprechen. Es wird eine richtig geile Folge. Moin, moin, moin. Was geht, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen zu einer neuen ultimativen XXL Pickup Extravaganza. Dem Format, in dem ich euch immer in regelmäßigen Abständen zeige, was ich so alles gespielt und mir für die Sammlung gekauft habe. Und ja, das wird heute richtig geil, denn ich glaube, so viele Spiele wie heute hatten wir schon lange nicht mehr in einer Folge. Dementsprechend lasst uns gleich starten und das wie immer mit der ersten Kategorie, den limitierten Spielen. Limitierte Spiele, das sind physische Spiele, die es nicht einfach so im Einzelhandel zu kaufen gibt, sondern nur bei spezialisierten Publisher in einer Kleinstauflage und das auch meist nur online. Ihr kennt das mittlerweile. Und da habe ich mir von Limited Run Games Haven für die PlayStation 5 gekauft. Das neue Spiel von The Game Bakers, dem Studio, was auch das gloriose Fury gemacht hat. Und dementsprechend hat auch das Nachfolgespiel Haven einiges an Aufmerksamkeit genossen und auch relativ gute Bewertungen bekommen, sodass ich das natürlich irgendwie physisch für meine Sammlung haben wollte. Ich habe es jetzt auch schon kurz angespielt für dieses Video. Es ist eine Art Survival-Spiel, gepaart mit, naja, so einer Pärchen-Sozialkomponente. Hört sich ein bisschen komisch an, aber hier geht es halt nicht nur darum, auf einem fremden Planeten zu überleben, indem man Ressourcen findet und Gerätschaften baut, sondern ihr müsst auch eure Liebesbeziehung managen. Das heißt, es hat auch so eine narrative Ebene, abseits des ganz normalen Survival-Gameplays, wie man das eigentlich kennt von vielen Spielen dieser Art, ne? So eine typischen Survival-Spiele, wo man irgendwo ausgesetzt wird und dann craftet ihr irgendwas, um, keine Ahnung, ne, zu überleben. Das ist hier auch ähnlich, ne? Ihr müsst hier auch Sachen finden, um euer Raumschiff zu reparieren. Aber wie gesagt, es kommt halt auch noch so eine kleine, ja, Liebes-Management-Beziehung mit dazu, was das Ganze sehr, sehr einzigartig macht. Und es hat mich auch die ersten 2 Stunden relativ gut motiviert und durch diese Spielwelt geführt. Es schadet auch nicht, dass der Soundtrack wirklich, wirklich cool ist. Es hört sich alles sehr, sehr geil an. So ein Synthi-Sound, sag ich mal. Der war auch schon bei Fury, war der Soundtrack auch schon geil. Und das ist hier auch wieder bei Haven so. Ich stehe da total drauf. Und es macht auch sehr viel Spaß, durch diese Spielwelt zu gleiten. Auch wenn das Gameplay an und für sich jetzt sehr simpel ist. Also das Craften von Materialien, das hat man alles schon 100-mal gesehen. Und auch das Kämpfen ist, ja, wie in einem JRPG sehr trocken und jetzt auch nicht wirklich besonders, außer dass ihr beide Charaktere gleichzeitig spielt und jeder Face-Button bzw. Steuerkreuz eine von 4 unterschiedlichen Fähigkeiten ausführt und das auch noch simultan. Aber ansonsten ist es halt gameplay-technisch jetzt nichts Krasses, muss man ganz klar sagen. Aber diese Mischung halt aus Optik und vor allen Dingen Sound, gepaart mit dieser kleinen niedlichen Story, das macht es schon sehr besonders. Und ja, ich werde mir das auf jeden Fall noch weiter angucken. Bisher habe ich aber erst gut 2 Stunden reingeguckt. Haven für die PlayStation 5 von Limited Run Games. So, dann habe ich noch 2 Spiele mir von Strictly Limited Games gekauft. Und zwar die Turrican Anthology 1 und 2. Da habe ich auch sehr, sehr lange drauf gewartet und das nervt mich auch immer an diesen limitierten Publishern, an diesen Anbietern von limitierten Spielen, dass das alles so ewig lange dauert. Denn Turrican Flashback quasi gibt es schon seit gefühlt Monaten ganz normal im Einzelhandel zu kaufen. Das ist entsprechend quasi mit der Turrican Anthology Nummer 1. Da sind quasi die gleichen Spiele drauf, nämlich Turrican 1, Turrican 2, Super Turrican und ich glaube Mega Turrican. Ne? Der einzige Unterschied ist, dass hier noch, ich glaube, ein Director's Cut von Super Turrican oder Turrican 2 mit dabei ist. Und naja, das ist halt noch diese
diese Sondervariante, die Anthology Teil 2 bei Strictly Limited Games gibt, wo noch weitere Turrican-Spiele drauf sind. Und zwar, ich glaube, Turrican 3 und Mega Turrican 2 und all sowas. Ich blende euch das hier nochmal ein. Ich muss auch sagen, den zweiten Teil habe ich noch nicht reingelegt. Das Gameplay, was ihr hier seht, ist aus der ersten Disc. Ja, und Turrican ist halt, naja, deutsches Videospielkulturgut, oder? Turrican selbst, muss man ganz klar sagen, das ist ein Contra-Klon, ne? Und hat damals vor allen Dingen auf dem Amiga für riesige Furore gesorgt. Ein richtig, richtig geiles Spiel, obwohl man auch sagen muss, dass es vor allen Dingen die ersten Teile noch deutlich offener, deutlich freier sind als die typischen Contra-Spiele, vielleicht doch eher auch fast Richtung Metroid, eine Mischung aus Metroid und Contra sozusagen. Man muss aber auch sagen, diese Spiele sind auch schwer. Bockschwer, würde ich fast sagen. Man muss sich hier wirklich reinfuchsen. Man muss sich ein bisschen mit dem Spiel befassen, wie das Ganze funktioniert, wo man lang muss. Das ist alles nicht so einfach und auch nicht so linear. Dementsprechend sind es jetzt auch nicht so meine Lieblingsspiele, aber ich wollte die irgendwie schon in der Sammlung haben. Ob man jetzt hier wirklich anderthalb Jahre warten muss für dieses Doppelpack oder ob nicht einfach das Turrican Flashback reicht, dass es für 20 Euro schon seit Monaten im Einzelhandel gibt. Das muss jeder selbst entscheiden. Ja, aber ich freue mich auch, dass ich sie so in der Sammlung habe. Turrican Anthology 1 und Turrican Anthology 2. Zwei schöne, limitierte Spiele für die PS4. Es folgen nachher noch zwei, drei weitere limitierte Spiele, die fallen aber auch in anderen Kategorien. Die habe ich nämlich schon durchgespielt. Dementsprechend machen wir weiter mit den Upgrades. Bei den Upgrades haben wir heute ein paar richtig schöne Spiele. Vor allen Dingen, wir haben richtig krasse Klassiker, die ich mir in einer besonderen Version nochmal in die Sammlung gestellt habe. So zum Beispiel Final Fantasy X. Denn ich habe mir jetzt für die Remastered PlayStation 4 Version das Steelbook besorgt. Das war recht günstig bei eBay zu haben. Ich wusste auch gar nicht, dass es da ein Steelbook gibt. Und ich meine, hier fehlt auch der Pappschuber noch. Aber das ist mir eigentlich völlig egal. Mir geht es hier wirklich nur um das Steelbook. Denn Final Fantasy X ist großartig. Einer meiner liebsten Final Fantasy Teile. Und das Ganze jetzt hier zu würdigen mit diesem schönen, schönen, ja, Steelbook, finde ich ganz cool. Hat, glaube ich, 15 Euro oder so gekostet. Finde ich, ja. Final Fantasy X Remastered Steelbook. Geil. Dann ein Spiel, was ich letztens in meinem Die besten Star Wars Spiele Video gezeigt habe, was ihr euch hier oben angucken könnt. Und zwar Shadows of the Empire. Ich habe bei der Produktion dieses Videos gemerkt, hey, ich habe das Spiel ja gar nicht in OVP. das können wir ja nicht so machen. Dementsprechend habe ich über den guten Ree, der auf einer Retro-Börse unterwegs war, jetzt die OVP dieses Spiels bekommen, beziehungsweise ich habe eigentlich eine komplette Version des Spiels bekommen und habe im Gegenzug meine Cartridge weiterverkauft. Und wenn man jetzt den Verkaufspreis der Cartridge mit dem Bezahlpreis, den ich dafür bezahlt habe, verrechnet, plus Versand, dann habe ich jetzt knapp 22,50 Euro für die OVP bezahlt, mit Anleitung um allem. Ja, das war es mir wert. Na, jetzt endlich in einer schönen Pappbox Shadows of the Empire fürs N64. Danke, Steven, dass du mir das organisiert hast. Wir bleiben bei OVP-Upgrades. Ich habe mir nämlich jetzt mehr zufällig, möchte ich mal sagen, die OVP von Mario und Luigi Superstar Saga gekauft. Ihr wisst, ich bin nicht so der Handheld-Fan, aber ich bin ein Rollenspiel-Fan und ich hatte sehr viel Spaß mit Mario und Luigi Superstar Saga für den GBA. Ich hatte irgendwann mal auf dem Flohmarkt die Cartridge gefunden. Ich habe es auch nie wirklich durchgespielt, aber ich fand es eigentlich ganz cool. Und dann sah ich letztens eine Auktion bei eBay für 50 oder 60 Euro von dem Spiel komplett, was schon eigentlich ganz gut ist. Und ich habe einfach mal scherzeshalber 40 Euro geboten und das Gegenüber hat es angenommen. Also für 40 Euro, was grundsätzlich ja nicht verkehrt war. Das Einzige, was fehlte, war dieses Pub-Inlay, was aber nicht schlimm ist, weil ich noch ein paar Original rumliegen hatte, habe ich einfach aus anderen Spielen entfernt, sodass ich jetzt eigentlich eine super geile, komplette Version von Superstar Saga habe und meine Cartridge weiterverkauft habe und das quasi gegenrechnen konnte. Die habe ich jetzt nochmal für knapp 15 Euro, habe ich das lose Modul wieder verkauft, sodass ich nur knapp 25 Euro bezahlt habe, um mein Modul zu vervollständigen. Was es mir auf jeden Fall wert war, denn normalerweise würde ich schon sagen, 60 Euro ist
der Normalpreis für das komplette Ding. Das Einzige, was ein bisschen dumm von mir war, und ihr seht es vielleicht auch gerade an meinem Gameplay, ich habe mein Modul sofort verkauft, nachdem ich die Auktion gewonnen habe, ohne zu bedenken, dass das Safe Game, was darauf war, ja, mein Safe Game war und ich es vielleicht ja irgendwann nochmal weiterspielen wollte. Das heißt, ich habe mein Safe Game verkauft und wenn ich jetzt das Spiel nochmal weiterspielen wollen würde, kann ich es nicht. Ich muss nochmal von vorne anfangen. Ja, das war dumm, aber egal. Dafür habe ich das Spiel jetzt richtig in einem richtig schönen Zustand mit allen drum und dran. Und Mario & Luigi Superstar Saga ist ein wirklich tolles RPG, sehr charmant, mit einem sehr, sehr, ich sag mal, andersartigen Ansatz ans Rollenspielgenre. Denn hier kommt es auch sehr viel auf Platforming und Timing an. Ihr habt viele kleine Fähigkeiten, die auch in der Spielwelt miteinander kombiniert werden müssen, um ja, Wege zu finden. Ne, das ist eigentlich sehr, sehr cool gemacht. Auch das Kämpfen ist ganz, ganz anders. Hier kommt es auch sehr, sehr viel auf Timing an. Ihr müsst über Attacken hinüberspringen oder eure Angriffe kombinieren, indem ihr im richtigen Moment auf eine Taste drückt, um mehr Schaden zu machen. Macht echt viel Spaß und wird, glaube ich, auch nicht günstiger in den nächsten Jahren. Dementsprechend, yay, freue ich mich über eine richtig geile, komplette Version von Mario und Luigi Superstar Saga für den GBA. So, und dann haben wir noch das größte Upgrade dieses Mal und das gehört zu einem meiner Lieblings-PlayStation 1-Spiele überhaupt, und zwar Chrono Cross in der Nintendo Switch-Variante. Ich habe schon von einigen gehört, es soll jetzt nicht selbst die beste Version sein, dieses Remaster, was man hier gemacht hat. Was mich jetzt aber nicht grundsätzlich stört, denn was mich vor allen Dingen an dieser Version reizt, ist nicht nur das Spiel an und für sich selbst. Das habe ich nämlich auch noch in der PlayStation 1 Variante und das bleibt auch. Aber hier ist The Radical Dreamer, das Adventure-Bonus-Spiel, was damals nur auf diesem Online-Satellite-Service für Super Nintendo in Japan erschien, ist hier mit drauf. Und das interessiert mich ja doch, denn das ist quasi so ein bisschen die Vorgeschichte von Chrono Cross und daraus entspannt sich dann nachher Chrono Cross selbst. Und ja, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, dass das Spiel nicht so richtig geil geremastert ist wie ein Final Fantasy 7 Remake, sondern eher nur so leicht portiert wurde auf aktuelle Konsolen. Quasi die Hintergründe hat man nur ein bisschen hochskaliert und die 3D-Modelle ersetzt mit frischeren, sage ich mal, nicht mehr so ganz pixeligen. Aber das ist alles nicht so wild. Ich finde es einfach nur geil, dass ich jetzt eine moderne Version dieses Spiels habe, die ich spielen könnte. Meine PlayStation 1 Version bleibt auch aber trotzdem im Regal, weil die ist einfach Kult und ihr seht hier auch Gameplay aus der PlayStation 1 Version gerade, denn ihr seht, das Spiel ist noch erstmal sealed. Ich habe noch keine Zeit gefunden, diese Radical Dreamer Variante zu spielen. Chrono Cross selbst, ja, habe ich letztens in meinem Squaresoft Video schon einiges drüber erzählt, ist ein richtig, richtig tolles JRPG, quasi der Nachfolger von Chrono Trigger, bei dem ihr Serge spielt, einen kleinen Jungen, der auf einmal aufwacht am Strand und in einer Welt erwacht, in der er quasi schon vor einigen Jahren verstorben ist. Und das Ganze ist mysteriös und ihr fragt euch, wie konnte das passieren, was ist hier geschehen? Und daraus entspinnt sich eine extrem spannende Story um Parallelwelten und das Ganze greift auch so ein bisschen die Konsequenzen von Chrono Trigger auf, was passiert, wenn man Zeit reist und andere Welten so hinterlässt, beziehungsweise manipuliert hinterlässt, was dann mit diesen Welten passiert. Wirklich geil, auch wirklich hochkomplex und ich weiß auch nicht, warum man das nur mit Chrono Cross gemacht hat, nicht mit Chrono Trigger, weil vieles werden die Leute nicht verstehen in dem Spiel, weil das halt ganz klare Referenzen an den ersten Teil sind, deswegen ist es ein bisschen kurios, dennoch bin ich total froh, dieses Spiel jetzt in dieser physischen Version zu haben und ja, das ist wirklich ein wunderbares JRPG mit einem ganz, ganz tollen, komplexen Kampfsystem, ganz fantastischer Musik und einem richtig, richtig schönen Artstyle. Kann ich nur empfehlen, also Chrono Cross an sich, das Remake bzw. dieses Remaster weiß ich gar nicht, ich habe selbst noch nicht reingeguckt. Ich höre jetzt nicht so Gutes, wahrscheinlich soll die PlayStation 4 Version ein bisschen besser sein. Die gibt es bisher aber noch nicht physisch, bisher nur auf der Switch. Ich werde das Spiel, glaube ich, auch erst noch mal sealed lassen und ich hoffe insgeheim noch auf eine PlayStation 4 Version irgendwann. Dann würde ich diese wieder verkaufen und noch mal upgraden. Aber falls ihr Interesse habt an dieser Variante, gibt es bei PlayAsia. Ich setze mal unten einen Affiliate-Link rein in die Infobox, falls ihr Bock habt, das euch auch zu gönnen kostet.
Ja, mit Versand seid ihr bei 50 Euro dabei, ist also auch nicht ganz günstig, müsst ihr selbst wissen. Ich meine, sonst, ja, ne, müsst ihr selbst wissen. So, Chrono Cross. Also das Spiel an und für sich lohnt sich, die Version müsst ihr selbst wissen. Gut, dann, das war's erstmal mit den Upgrades. Jetzt geht's zu einer neuen Rubrik, nenne ich es mal. Ich nenne sie jetzt einfach mal Sonstiges. Willkommen bei Sonstiges, der Rubrik, in dem ich ein bisschen Hardware und all so ein Kram zeige, der irgendwo sonst nirgends reinpasst. Zum einen habe ich mir mal, ein bisschen abgegradet in meinem PC-Setup für euch sozusagen, denn ich habe mir jetzt ein 16 Terabyte externen Speicherturm gekauft, weil ich mein Speicherplatz langsam ausgeht. Ihr wisst, ich capture mein Gameplay meistens, also immer eigentlich selbst, es sei denn, es ist irgendwie so ein ganz kleiner Schnipsel, den ich nur kurz einbaue. Aber ne, das macht ja meinen Kanal auch aus. Ich spiele hier noch selbst, ne? Das ist hier kein Stellvertreter Google. Ich google mal schnell alles und tue so, als hätte ich Kanal, sondern das ist hier noch Handarbeit. Egal. Und mir ist auf jeden Fall in den letzten Jahren der Speicherplatz dramatisch geschrumpft und es wurde immer weniger und weniger und ich musste irgendwie was tun. Und dementsprechend habe ich mir jetzt für knappe 280 Euro diesen fetten Speicherturm gekauft, um mein komplettes Gameplay der letzten 5 Jahre, denn ich capture quasi wirklich nahezu alles, was ich spiele, zumindest immer so 1-2 Stunden, um das passend hier in den Videos Hand zu haben, habe ich auf diese Festplatte rübergezogen, beziehungsweise ich bin noch nicht ganz fertig, aber da ist schon richtig viel drauf, schon 8 Terabyte und ich finde es richtig geil, jetzt alles komprimiert da zu haben. Mehr gibt es da jetzt nicht zu erzählen, ne? Habe ich jetzt mir mal gekauft, um da so ein richtig schönes Archiv zu haben. Dann noch eine geile Sache, wieder Ree war auf dem Flohmarkt und hat dort etwas gefunden, was er abgeben wollte und da sagte ich mir, hey, für knapp 35 Euro oder so, inklusive Versand, kann ich da nicht Nein sagen. Und zwar mein insgesamt 2. Xbox Elite Controller vom Flohmarkt. Diesmal in weiß und es fehlten so 1-2 von den Sticks obendrauf. Die musste ich mir nochmal separat holen, beziehungsweise ich hatte auch noch Ersatzsticks da. Aber Xbox Elite Controller für 35 Euro, wunderbar, in richtig geilem Weiß. Ja, bitte. Ich habe meinen anderen habe ich schon für 20 Euro auf dem Flohmarkt gefunden. Und ihr wisst, wie teuer die neu sind. Und auch gebraucht gehen die locker noch das, ja, irgendwie 70, 80 Euro oder so. Geiler Deal. Danke, Steven, fürs Abgeben. Also super. Und dann habe ich noch so eine kleine richtig coole Sache. So eine Jansel-Influenced-Herum-Sache. Ich wurde nämlich angeschrieben vom Matthias, dessen PR-Agentur repräsentiert, sage ich mal, Quantic Dream. Und ihr kennt vielleicht Quantic Dream. Das ist dieser französische Entwickler, der ganz viele Adventure-Spiele gemacht hat, die vor allen Dingen auf PlayStation-Konsolen heimisch sind, wie zum Beispiel Heavy Rain, Fahrenheit oder auch noch viel früher, was ich auch richtig gut finde, Nomad Soul oder das aktuellste Spiel Detroit Become Human. Die feiern jetzt 25-jähriges Jubiläum und haben an ein paar ausgewählte Influencer Fanpakete geschickt. Und mich hat der Matthias als Abonnent dieses Kanals angeschrieben, ob ich nicht Interesse hätte an einem Quantic Dream 25 Jahre Jubiläums-Fan-Paket. Er sagte zwar, ich weiß, du bist nicht so der Key-Sammler, sondern mehr der physische Typ und Collectors Editions, da hast du auch nicht Platz dafür, so, aber ey, das ist doch eigentlich ein cooles Ding. Und ich dachte mir, ja, das ist schon sehr, sehr cool. Denn nicht nur, dass hier so ein paar richtig coole Sticker zu einigen der Spielen dabei sind und ein schönes kleines Presseheftchen mit vielen Informationen und Bildern und Stories, sondern auch noch so ein Pin, aber vor allen Dingen auch die Spiele. Da sind irgendwie, warte, Detroit Become Human, Beyond Two Souls und Heavy Rain in der PC-Version dabei als Key. Und ja, ist jetzt nicht unbedingt meins, aber ich dachte mir, das ist schon irgendwie cool. Ich mag die Spiele total gerne. Die einzige Bedingung war, dass ich das einmal in die Kamera zeige, in einem meiner sozialen Medien. Dass ich jetzt hier tue, ich weiß nicht, ob ich das als Werbung kennzeichnen muss, aber
ich sage es euch gerade, ne, habe ich zugeschickt bekommen, um es zu zeigen. Und ich finde es total cool, bin auch ein bisschen stolz, dass ich da irgendwie einer von 30 deutschen Leuten bin, die so eine Box bekommen haben. Ich sage nochmal, vielen, vielen Dank an Quantic Dream, vielen, vielen Dank an Matthias für diese coole Ehre und die Box. Und auf Star Wars Eclipse, ne, das neue Spiel von denen, was in nächster Zeit erscheinen wird, freue ich mich natürlich auch schon sehr drauf. Gut, das war Sonstiges. Wir machen weiter mit einer weiteren neuen Kategorie und die heißt Flohmarkt. Flohmarkt, Flohmarkt. Boah, jetzt wird's geil. Pass auf. Und jetzt muss ich... So. Flohmarkt, Flohmarkt, Flohmarkt. Jetzt wird's richtig krass und jetzt müssen wir so ein bisschen Lightning Round machen, denn ich habe hier so viele Games in den letzten Wochen gekauft. Ich kann unmöglich jetzt zu allen Gameplay einbauen bzw. die ausführlich durchsprechen. Das heißt, in dieser Rubrik geht es ausnahmsweise mal darum, die Spiele nur zu zeigen, was ich mir gekauft habe, wie teuer es war und nicht die Spiele gameplay-technisch vorzustellen. Das machen wir danach in den weiteren Kategorien dann wie immer, ne? Aber ich war endlich mal wieder nach 2 Jahren auf Flohmärkten in letzter Zeit. Und nachdem ich auch schon vor Corona relativ wenig gefunden habe, habe ich jetzt einen kleinen Bereich für mich entdeckt, der mir sehr viel Spaß macht zu sammeln, wo ich jetzt aktiv nachsuche. Und deswegen habe ich sehr viel Kram gefunden in letzter Zeit. Und zwar geht es um abwärtskompatible Xbox-Spiele, sprich Xbox Classic, Xbox 360, die auch meistens in verbesserter Version auf der Series X laufen. Denn ich habe letztes Mal schon gesagt, ich habe meine Series X schon seit einem halben Jahr nicht mehr angehabt und ich dachte, irgendwie musst du mal was damit machen. Und wenn dann nicht schon nichts Aktuelles da ist, dann zumindest als abwärtskompatible Maschine finde ich das schon ganz cool. Ich habe insgeheim noch immer die Hoffnung, dass Sony mal irgendwas mit ihrer Abwärtskompatibilität auf der PS3 macht, weil auf Streaming habe ich einfach keinen Bock. Ich will aber vorbereitet sein. Dementsprechend versuche ich hier gerade so ein bisschen umzuschichten. Alles, wofür es keine aktuellen PS4, PS5 Remasters gibt und alles, was Third Party halt ist sozusagen und auch verbessert auf der Xbox, werde ich mir zumindest jetzt in nächster Zeit erstmal die 360-Version mit dazu holen und erstmal in die Sammlung mitstellen, weil, naja, es sind halt geil die besten Versionen und überhaupt ist es die einzige Version, das dann zu spielen. Sozusagen abseits, also wenn man die PS3 nicht angeschlossen hat, ne? Und ja, das heißt nicht, dass ich die PS3 Sachen abgebe. Ich will da noch ein bisschen, gebe ich Sony, warte ich da noch, aber irgendwann, wenn da nichts passiert, dann werde ich eher mir die Xbox Sachen in die Sammlung stellen als die PS3 Sachen. Obwohl man natürlich auch sagen muss, diese Abwärtskompatibilität, die auf der Xbox gegeben ist, ist ja schön und nett, aber es ist halt auch nur eine Illusion. Es ist nicht wirklich so, dass du die Disc reinpackst und das Spiel spielt dann nativ von der Disc dieses Spiel ab, ob nur normal Classic, Xbox oder 360. Es ist leider nur ein Download-Key, um das Spiel herunterzuladen, was sehr schade ist. Das heißt auch, viele Classic-Xbox-Games, die noch auf der 360 liefen, laufen nicht mehr auf der Series X oder auf der One, weil da halt nur noch diese Download-Spiele da sind. Die müssen halt auch als Download verfügbar sein und wenn es das nicht ist, dann funktioniert es nicht, was ein bisschen schade ist. Aber egal, darum soll es heute nicht gehen, sondern ich wollte euch meine Flohmarktfunde zeigen. Zuerst habe ich gefunden auf dem Flohmarkt, und das war in Vorbereitung für mein besten First-Person-Shooter-Kampagnen-Video, 4.2 und 4.3 für die 360. Eigentlich wollte ich 4.1 mir organisieren, das habe ich aber leider nicht gefunden. 4.1 folgt aber nachher nochmal, deswegen gehen wir da jetzt noch nicht so drauf. Das war der erste Flohmarkt, 8 Euro für beide Games. Dann auf dem nächsten Flohmarkt gab es insgesamt 7 Xbox 360 Games, wobei ich aber eins wieder verkauft habe, das war Ghostbusters, was man hier wieder gegenrechnen kann. Dementsprechend habe ich 23 Euro für diesen Stack bezahlt. Battlefield 2 Modern Combat hatte ich nie in der Sammlung, dementsprechend ist es nicht mein Upgrade. Dann GTA 4, das läuft auch verbessert auf der Series X, genauso wie Final Fantasy 13. Ich glaube, das läuft sogar in 4K mit richtig krassen Texturen. Far Cry 2, Red Faction Armageddon, einer meiner liebsten Third-Person-Shooter dieser Generation und doppelt gemoppelt geil, das Steelbook von Tom Clancy's Splinter Cell Conviction. Das Spiel mag ich total gerne, hatte ich bisher in der normalen Version, aber das grade ich ab gegen dieses schöne Steelbook. Insgesamt
quasi 23 Euro für diesen Slot. An dem Tag habe ich aber nicht nur Xbox 360 Spiele gefunden, sondern auch noch bei einem weiteren Händler zwei andere Spiele, unter anderem Wasteland 3, was ich eigentlich schon irgendwie mal haben wollte, aber der 18er Versand macht es immer so unnötig teuer. Und was richtig geil ist, Donkey Kong Country Tropical Freeze, das Switch Remaster sozusagen. Für beide Spiele habe ich, glaube ich, 34 Euro bezahlt, was man, wenn man bedenkt, für was das Donkey Kong immer noch geht, eigentlich ein relativ guter Preis ist. Und dann, ein paar Wochen später, auf einem anderen großen Flohmarkt, gab es einen Händler, der hat Spiele zum halben Preis verkauft. Da habe ich mir dann Max Payne 3 geholt und Dragon Age Origins, auch beides zwei abwärtskompatible Spiele. 13 Euro wäre der Preis gewesen, 6 Euro für beide bezahlt. Und beim guten Crazy Games Dirk, der auch mit seinem mobilen Stand da war, habe ich mir, was ich richtig geil finde, Bioshock im Xbox 360 Steelbook gekauft für 5 Euro statt der angegebenen 8 Euro. Das finde ich ja geil. Ich habe das letztens erst im Remaster für die PS4 durchgespielt. Aber dieses Steelbook, das stelle ich mir doch gerne in die Sammlung. Und dann noch eine kleine Kuriosität auf dem Flohmarkt. Ein Spiel, was ich auch schon länger auf der Watchlist habe. Eine Empfehlung vom guten Matthias vom Yetivin, der das sehr mag. Es ist ein Horrorspiel, was sehr vergriffen ist in der deutschen Version. Mittlerweile gebraucht, schon für 30 Euro aufwärts gehandelt wird. Gab es dort für 8 Euro Remothered, der erste Teil. So, und dann ein paar Tage später ein weiterer Flohmarkt. Dort habe ich für insgesamt 8 Euro bei einem privaten Menschen 3 Spiele gekauft. Zum einen James Camerons Avatar, das Spiel für die 360. Eine Empfehlung von guten Andy von Spielewelten. Ich glaube es immer noch nicht so, dass es ein gutes Spiel ist, aber ich dachte mir, bei dem Preis nimmst du es mal mit. Denn das Hauptspiel, was ich mir eigentlich kaufen wollte in diesem Lot, war Spec Ops The Line. Das schön abwärtskompatibel auf der 360, geil. Und dann gab es noch dazu SpongeBob. Schlacht um Bikini Bottom, das hat ja mittlerweile ein Remake bekommen oder ein Remaster. Ich dachte mir, ich kannte das nicht, kauf dir dann mal das Original. Die drei Spiele abseits haben mich ungefähr 6 Euro gekostet. Ich habe noch ein PC-Spiel dabei gefunden, das habe ich schon wieder verkauft. Also für die drei Games 6 Euro. Und dann war ich letzte Woche noch auf dem Flohmarkt. Da war ich bei einem bekannten Händler, wir haben ein bisschen geschnackt und er sagte, hey Jansel, du sammelst doch Steelbooks, hier schenke ich dir Borderlands 3 Steelbook. Ich sagte, cool, ich muss mir jetzt aber auch irgendwas bei dir kaufen. Ich fand da irgendwie nichts Wirkliches, aber dieses kuriose Spiel, Cold War, für die Original Xbox, sealed. Da dachte ich mir so, das ist doch irgendwie kurios, hat einen Zehner gekostet. Das habe ich mir mitgenommen und das sind dann meine Flohmarktfunde der letzten Wochen gewesen. Es fehlen sogar immer noch 2-3 Games, die dabei waren, die habe ich aber schon wieder verkauft und die rechne ich jetzt im Preis gegen, sodass ich insgesamt für 19 Games 98,58 Euro bezahlt habe, was gut 5 Euro das Stück ist, nicht ganz, ne? Und da muss man sagen, das ist schon ein ziemlich nicer Preis, ne? Wenn man bedenkt, dass dieses Spiel für 30 geht und das Donkey Kong irgendwie auch für 20, 30 Euro. Dazu meistens 18er Titel werden sowieso online immer nur mit 18er Versand, also 5 Euro teurem Versand versendet. Das heißt, die kosten grundsätzlich schon mal 5 Euro. Finde ich, habe ich dann einen ziemlich geilen Deal gemacht und ich habe gerade so ein bisschen Spaß daran, ja, die 360 Games zu suchen und umzuschichten, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. Wie gesagt, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die auf ewig in der Sammlung bleiben, ne? Es ist halt nicht wirklich physische Abwärtskompatibilität, aber es ist immer noch besser als das, was Sony bietet, das ist nämlich nichts. Und ja, man kann die Spiele auch auf der PS3 spielen und ich habe ja auch noch eine PS3 rumstehen, aber so mit 120 Frames in 4K auf der Series X ist halt auch nicht geil, ne? Ich bin mir noch nicht genau sicher, wie das in Zukunft, wie ich das handeln wird, aber Stand jetzt kaufe ich mir erstmal die abwärtskompatiblen 360 Games auf dem Flohmarkt, wenn ich das cool finde. So, das waren meine Flohmarktfunde. Weiter geht's zur Rubrik Gekauft. Gekauft. In Gekauft zeige ich euch Spiele, die ich mir gekauft, aber noch nicht wirklich gespielt habe. Wo ich aber jetzt plane, demnächst dabei zu gehen oder halt auch nicht. Ein Spiel, das habe ich von einer Nerdzentrale aus Karlsruhe bekommen, für 35 Euro gebraucht, ist Tiny Tina's Wonderland.
ein Spiel, was mich jetzt nicht grundsätzlich zum Vollpreis interessiert habe. Deswegen habe ich hier auch, wie gesagt, zum Gebrauchtpreis zugeschlagen und auch schon mal ein bisschen reingeguckt. Ihr seht hier mein Gameplay. Und ja, was soll man sagen, es ist halt original Borderlands. Ne? Es ist original Borderlands in einem Fantasy-Setting. Das Ganze wirkt aber auch noch so ein bisschen budgetmäßig weniger als ein Borderlands, weil hier hast du keine offene Welt, sondern das greift halt das Prinzip des Tabletops auf, was das quasi das Thema dieses Spiels ist. Ne? Tiny Tina spielt hier quasi ein Tabletop-Spiel und ihr spielt das nach auf dem Spielbrett, was sie quasi spielt. Und dementsprechend gibt es hier keine Open World, wo man rumlaufen kann wie in Borderlands, sondern ja so eine Oberwelt halt, wo ihr eure Figur einfach nur langführt mit Random Encounter, die dann in so einer kleinen Arena stattfinden und so. Wirkt dementsprechend alles ein bisschen kleiner im Scope, was grundsätzlich aber nicht verkehrt ist. Alles ein bisschen linearer, das mag ich schon. Es wirkt halt manchmal ein bisschen unpassend alles, ne, in so einem Fantasy-Setting mit Waffen rumzuballern. Das Spiel nimmt das natürlich auch ein bisschen selbst auf die Schippe. Hat auch relativ viel Humor, obwohl ich langsam merke, ich weiß nicht, ob ich dem Humor entwachse, aber irgendwann ist dann auch mal genug Regenbogen und Einhörner und so. Ne? Und der dritte übertrieben blöde Reese-ähnliche Charakter bzw. Handsome Jack-Charakter, der dann einfach so übertrieben von sich selbst überzeugt ist und einfach dadurch lustig ist, mag ich, aber irgendwann wiederholt sich das auch alles, ne? Und hat ein paar Gags, wo man mal schmunzeln muss, aber irgendwie, ich weiß nicht. Gameplay an und für sich macht schon Spaß, es ist halt aber auch original Borderlands, ne? Ihr erlebt ja nichts anderes, außer dass ihr zaubern könnt teilweise, aber in Borderlands habt ihr viele Spezialfähigkeiten, ne? War ganz nett. Was man hier auf jeden Fall machen muss, ey, die deutschen Texte sind wirklich unerträglich. Musste halt wirklich auf Englisch stellen. Ich musste meine ganze Konsole auf Englisch stellen, damit das Spiel spielbar für mich war. Geht natürlich auch, also im Deutsch vom Wort Witz weg sozusagen entfällt, aber ja, deswegen muss man auf Englisch spielen. Dementsprechend ist es vielleicht nicht für jedermann. Ich weiß noch nicht, ob ich das weiterspiele. Ich wollte zumindest mal reingucken, gebraucht war es mir denn die 35 Euro wert. Vor allen Dingen, weil der Vincent, also der Betreiber der Nerdzentrale, mit mir noch ein Bonusspiel mit dabei gelegt hat. Renzo Racer für die PS5. Ich sag natürlich danke dafür. Mal gucken, ob ich das in irgendeinem Video mal verwursten kann. Ich glaube, es ist jetzt nicht so der Qualitätstitel. Ich weiß auch nichts zu diesem Spiel. Es wird irgendein kurioses Kart-Racing-Game sein. Naja, Vincent, danke. So, dann ein Spiel, was ich mir auch gekauft habe, habe ich mir auch eigentlich vorweg darauf gefreut, ist Call of the Sea in der physischen Version für die PS5. Ich glaube, das ist schon vor einiger Zeit digital für Xbox und PC erschienen. Jetzt endlich auch physisch für die PlayStation 4 und 5. Und das ist halt ein richtig schönes First-Person-Puzzle-Adventure, was ich eigentlich mag. Ich habe es gestern Abend die ersten zwei Kapitel durchgespielt und es hat mir total gefallen. Ihr spielt Nora Everhart, eine verheiratete Frau, die ihren Mann sucht, der auf einer Expedition ist, um ihre Krankheit zu heilen. Sie hat so eine komische, mysteriöse Flecken auf den Händen und keiner weiß, was es ist. Und ihr Mann versucht irgendwie ein Mittel zu finden und ist in der Karibik, auf Tahiti. Ist das die Karibik? Er ist auf jeden Fall in tropischen Gewässern auf so einer verlorenen Insel und meldet sich einfach nicht mehr. Und dementsprechend macht sie sich auf die Suche nach ihrem Ehemann. Und das Ganze ist dann so ein typisches Walking-Simulator. Wir rätseln uns die Geschichte von hinten raus auf. Und ja, ihr müsst halt anhand der Überbleibsel der ganzen Hinterlassenschaften der anderen Spielcharaktere euch so erschließen, was hier wohl passiert ist, und kommt da so einem Geheimnis auf die Spur, was sehr, sehr spannend ist, muss ich echt sagen. Also es hat so ein paar paranormale Sachen, das fand ich richtig cool, wo man so ein bisschen darauf hinweisen muss, es ist wirklich ein First-Person-Puzzle-Spiel, vielleicht wie The Taylor's Principle oder The Witness oder vielleicht auch frühere Myst-Titel, die sehr anspruchsvoll sind. Das ist hier wirklich knackiges Rätsel, wo ihr ja irgendwelche Hinweise aus der Spielwelt finden müsst und diese dann so ganz abstrakt umsetzen müsst auf etwas anderes und dadurch den Rätsel löst. Mir hat das Spaß gemacht, aber es ist wirklich nicht ganz leicht. Man muss wirklich so gucken, okay, wie ist das hier gemeint? Ah, okay, dann drehe ich hier so ein paar Scheiben, weil das meint wohl das und dann fällt da die Brücke runter, alles klar, und ich kann weitermachen. Das ist wirklich nicht ganz leicht. Ich finde es aber ganz cool. Hat eine richtig schöne physische Version mit kleinen Zettelchen und Briefchen und ganz, ganz nett gemacht. Ist auch nicht teuer, ist ein Budgetspiel, kostet irgendwie, glaube ich, 30 oder 40 Euro. Hatte ich vorbestellt, deswegen weiß ich das jetzt nicht mehr akut. Habe ich mich sehr darauf gefreut und gestern Abend angefangen zu spielen.
und ich mochte es. Genauso wie das zweite Spiel, was ich gerade aktuell spiele, und das ist Kirby und das vergessene Land. Ein neuer 3D-Plattformer, ja, vom Kirby-Franchise. Der ist ja sonst eher in der 2D-Ebene zu Hause und sein Vorgängerspiel auf der Switch fand ich, also Star Allies, fand ich jetzt nicht so knalle, weil das relativ anspruchslos war. Dieses Spiel hingegen ist wirklich gut. Es spielt sich so ein wenig, sag ich mal, wie Super Mario Odyssey, ne? Also richtig so ein schönes 3D-Level-basiertes Action-Adventure, wo ihr eine Oberweltkarte habt und dort einzelne Level anwählt und dann gibt es immer thematisch angepasste kleine Levelbereiche. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Man kann dieses Spiel einfach nicht anders als Spielspaß pur beschreiben. Es ist typisches Kirby-Gameplay. Ihr saugt Gegner auf, könnt deren Fähigkeiten nutzen. Das Ganze ist hier nur absurd auf die Spitze getrieben. Diesmal sind es halt nicht nur Gegner, sondern auch skurrilste Gegenstände wie Autos, Getränkeautomaten oder ja, irgendwelche Straßenschilder. Das ist alles total charmant und kreativ, begleitet von unglaublich grooviger, geiler Musik. Die fand ich richtig gut. Würde ich schon fast als mein Soundtrack des Jahres bisher bezeichnen. Das macht richtig gute Laune. Ist ein richtig schönes, charmantes Spiel. Es flutscht richtig schön durch, bin ich jetzt aber auch erst in Spielwelt 2 in den Tropen, aber hat mir richtig Bock gemacht. Also Kirby und das vergessene Land. Wenn ich es durchgespielt habe, werde ich wahrscheinlich nochmal hier berichten in einer der nächsten Extravagansen. Okay, und das war das, was ich mir noch sonst so gekauft habe. Weiter geht's zu den Hausaufgaben. Hausaufgaben. Unsere Hausaufgaben diesmal waren Yakuza Zero für die PlayStation 4. Und Leute, ich muss euch mal wieder danken. Danke, dass ihr mich so lange genervt habt, dieses Spiel endlich zu spielen. Denn ich muss sagen, Yakuza Zero war der Hammer. Wirklich ein geiles Spiel. Und es nervt mich auch ein bisschen, dass ich erst so spät damit gestartet habe. Denn ich muss sagen, ich habe eigentlich total Bock, sofort weiterzumachen mit der Yakuza-Reihe. Denn ich stehe halt auf diese Story, auf dieses ganze Gangster-Setting und vor allen Dingen, dass diese Charaktere trotz dieser bösen Umgebung total viel Ehre und Loyalität haben. Das mag ich, diesen Kontrast total gerne. Ihr spielt hier zwei Protagonisten gleichzeitig in zwei unterschiedlichen Stadtbezirken. Zum einen seid ihr Kiryu Kazuma, ein, ja, ich sag mal, ausgestoßener Yakuza, dem ein Mord angehangen wird, den er nicht begangen hat. Und in seinem Storyteil geht es darum, das Ganze aufzuklären und so ein bisschen untertauchen. Und es geht um ein kleines Grundstück in diesem Stadtbezirk, das ganz groß Gewicht hat und ganz viel Mysterium darum. Und ja, ihr seid dann nicht in der Yakuza selbst, sondern in so einer Immobilienfirma und müsst halt versuchen, diesen Komplott aufzudenken. Und gleichzeitig spielt ihr auch immer abwechselnd Goro Majima, einen ebenfalls ausgestoßenen Yakuza, der zurück möchte in die Yakuza und dementsprechend in einem Nachtclub abgeparkt wird und muss sich da erst wieder seine Sporen verdienen, um wieder aufgenommen zu werden. Gleichzeitig kommt aber euer Aufpasser an euch, tritt an euch heran und gibt euch die Möglichkeit, wenn ihr einen Mord ausführt, sofort wieder zurück in die Yakuza gelassen zu werden. Dafür sollt ihr eine Frau umbringen. Und wenn ihr diese Frau dann findet, ja, dann merkt ihr auf einmal, dass es eine blinde, hilflose Frau ist und ihr bringt es nicht übers Herzen, diese Frau zu töten. Das heißt, ihr müsst irgendwie einen anderen Weg finden, zurück in die Yakuza zu kommen. Gleichzeitig hat es aber auch was mit dieser Frau auf sich und natürlich sind diese beiden Geschichten auch irgendwann miteinander verwoben und es ist wirklich unfassbar spannend gemacht. Ihr spielt immer so abwechselnd zwei Level von einem Charakter und dann wieder zwei Level vom anderen Charakter und die enden dann auch immer so auf Cliffhanger und dann sagt man so, nein, ich will doch wissen, wie es weitergeht. Aber dann spielt ihr erstmal so zwei, drei Stunden den anderen Charakter und dann steigert sich da einfach so die Spannung und dann hört es da auf, gibt einen Cliffhanger und geht wieder zurück und oh, das ist wirklich, wirklich hochgradig spannend, hat mich narrativ total angesprochen. Gameplay-technisch muss ich aber auch sagen, finde ich Yakuza total langweilig. Ich mag das Kämpfen überhaupt nicht. Ich finde es wirklich einfach nur nervig. Ich habe es auch auf easy gestellt. Ich finde, das gibt mir überhaupt nichts. Das ist total simpelstes Beat'em'up, was mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Es nervt, dass du immer in den offenen Straßen angegangen wirst und dass du da kämpfen musst und dich auch ableveln musst. Das ist für mich irgendwie unnötig. Ich fand es einfach nur langweilig zu kämpfen, weil es einfach nur wirklich marginales Gekloppe war. Ja, du kannst da irgendwie ein paar Moves nachher freischalten oder so, aber
Mir hat es irgendwie überhaupt keinen Spaß gemacht. Das ist auch nicht das, warum ich Yakuza spiele, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist einfach da, ne? Genauso wie die Open World. Auch das ist für mich total unnötig. Man rennt die ganze Zeit von einem Punkt zum anderen, um da irgendwelche Missionen zu triggern. Kann natürlich zwischendurch ganz, ganz viele Minispiele machen, wie Baseball oder Sega Arcade Spiele spielen. Das ist alles toll. Das interessiert mich aber alles nicht. Das will ich alles nicht. Mir geht es wirklich nur um den Plot, um die Geschichte. Die ist hochgradig spannend. Alles andere lenkt mich nur ab. Und auch das Gameplay ist hier wirklich nur Mittel zum Zweck. Ich kann es ertragen und ich mache es auch, aber es ist wirklich nicht der Höhepunkt des Spiels. Es ist genauso wie bei Judgment, da war es ähnlich. Das interessiert mich hier nicht. Ich bräuchte das alles nicht. Man könnte das alles viel stringenter und kompakter in einem Singleplayer Abenteuer aller Uncharted zusammenpacken, aber nichtsdestotrotz hat mir das im Großen und Ganzen total gefallen. Ich finde Goro Majima, der hat es mir total angefahren. Was für ein unglaublich faszinierender Charakter, und ich möchte unbedingt wissen, wie es da weitergeht und was damit passiert. Ich meine, hier hinten steht es, das sind Legenden, sind es irgendwann mal die beiden Hauptcharaktere, die hier zu spielen sind. Warum? Ich will mehr und wirklich spannend und sehr, sehr cool. So, dann haben wir natürlich auch wieder eine neue Hausaufgabe bekommen, und der Kommentar mit den meisten Votes war Deadpool von den High Moon Studios. Ein Action-Adventure basiert auf dem gleichnamigen Marvel-Comic von den Machern der Transformer-Spiele, die ich schon ziemlich mochte. Ich glaube, das wird passen, das wird ziemlich geil, das zocken wir zum nächsten Mal durch. Ihr müsst leider aufpassen, diese Spiele gibt es nicht mehr digital, das ein bisschen blöd ist, wenn ihr sie nicht vorher schon gekauft habt, weil die Lizenz oder so abgelaufen ist, was es ein bisschen schade macht, dass vielleicht nicht jeder mitmachen kann. Ich hoffe, ihr habt da irgendwie eine Möglichkeit, das Spiel zu zocken. Physisch sind die nämlich auch nicht gerade günstig, diese gebrauchten Spiele. Aber ich werde mal gucken, auf welcher Konsole ich das spiele. Ich habe nämlich auch die Xbox-Version, ob Xbox oder PS4, weil meine PS4-Version ist so schön sealed und das Spiel ist mittlerweile recht teuer. Ich weiß nicht, ob ich die aufmachen will. Vielleicht werde ich es auch auf der Xbox zocken. Das ist auf jeden Fall die Hausaufgabe fürs nächste Mal. Das wollen wir durchzocken gemeinsam und danach berichten, wie wir das gefunden haben, so wie ich es jetzt mit Yakuza gemacht habe. Ihr macht es in den Kommentaren. Schreibt mir bitte in den Kommentaren, wie ihr Yakuza gefunden habt. Yakuza Zero, ich fand es richtig gut. Ich würde dem irgendwie so eine 8,8 oder so geben. Also schon echt ganz gut. Das Gameplay hält es ein bisschen zurück, aber narrativ mega stark. Wenn ihr für die nächste Folge etwas vorschlagen wollt, dann könnt ihr das wie immer machen. Ich werde einen Kommentar anpinnen, wo steht, welche Hausaufgaben wollen wir machen? Und ihr schreibt darunter eure Vorschläge, beziehungsweise votet den Kommentar hoch, beziehungsweise gebt einen Daumen für den, was wir zocken wollen. Und ja, letztes Mal war es ganz knapp vorbei an Pokémon, und ich habe es schon mal gesagt, ich habe noch nie ein Pokémon-Spiel gespielt und ich habe nicht mal ein Pokémon-Spiel. Bitte kein Pokémon. Obwohl, nee, also ich will ja nicht so sein. Ne? Also Kingdom Hearts 2 war auch sehr, sehr knapp, hätte ich auch mal Lust. Aber Pokémon, wenn ihr es wollt, dann zocke ich natürlich mit euch auch Pokémon. Dann seid aber ein bisschen genauer, expliziter, weil da stand einfach nur Pokémon in einem Kommentar, welchen Pokémon-Teil wir zocken wollen. Aber ey, das liegt nicht an mir. Schreibt, macht eure Vorschläge, alles gilt. Ich will mit euch zusammen etwas zocken. Und wir gucken mal, welche Hausaufgaben wir dann nächstes Mal dabei sind. Welche es werden. Jo, das waren die Hausaufgaben. Weiter geht's zu unserer letzten Rubrik. Und das ist Durchgespielt. Durchgespielt. Diesmal habe ich 5 Spiele durchgespielt in den letzten Wochen. Und die ersten beiden gehören noch zur Kategorie Fortbildung. Beziehungsweise brauchte ich für mein Video die 20 besten First-Person-Shooter-Kampagnen aller Zeiten. Da wollte ich noch mir so ein, zwei Spiele angucken, die ich vorher noch nicht gezockt habe. Dementsprechend habe ich The Darkness durchgezockt. Und obwohl ich hier diese englischsprachige Version zeige, reden wir natürlich hier ausschließlich über die nicht indizierte deutsche Version. Ne? Ist klar, alles, was ich hier sage, bezieht sich natürlich ausschließlich nur auf die nicht indizierte Version. Ja, The Darkness, ein First-Person-Shooter von Starbreeze Studios aus dem Jahre 2007, der vor allen Dingen auch narrativ sehr, sehr ansprechend war für mich. Eine sehr, sehr düstere Geschichte um Jackie Estacado, einen, ja, auch Mafiosi, der zu seinem 21. Geburtstag entdeckt, dass ihn ein finsterer Dämon Besitz von ihm ergriffen hat, der quasi nicht nur mit euch redet, sondern auch euch solche, ja,
komischen Schlangenköpf-Tentakel entsprießen lässt, mit dem ihr kämpfen könnt. Gleichwohl möchte euch aber auch eure Mafia-Familie umbringen. Ich weiß nicht mal, ob eure eigene oder eine gegnerische. Und ihr müsst versuchen zu überleben, habt aber eure neue Darkness-Kräfte. Und daraus entspinnt sich dann eine relativ spannende Geschichte, die in so einer kleinen New Yorker Hub-Welt spielt. Das fand ich sehr, sehr cool. Das ist also so nicht so ein ganz linearer Shooter, sondern auch so ein bisschen müsst ihr immer gucken, wo sind die Level gerade, wo ihr hin müsst. Ne? Das hat so eine kleine U-Bahn-Station und ein kleines Stadtgebiet. Da müsst ihr halt dann immer gucken, da muss ich hin, alles klar, muss ich mit der von der U-Bahn zu der U-Bahn. Da starte ich dann quasi das nächste Level und dann geht es darum, Leute wegzuballern. Und ja, das Ganze ist wirklich sehr brachial, auch wenn die deutsche Version sehr geschnitten ist. Ne? Und hat mir sehr viel Spaß gemacht, eigentlich. Aber man muss auch sagen, das Spiel ist gerade im Gunplay sehr, sehr hakelig. Es ist ein Spiel, was nie auf dem PC erschienen ist. Es gibt es also nur in dieser Konsolenversion aus dem Jahre 2007 oder so. Und es spielt sich einfach nicht sehr gut, gerade mit heutigen Standards. Das muss man einfach sagen. Dementsprechend hat es mir auch nicht getaugt für meine Top 20 der besten Shooter-Kampagnen. Also die Story an und für sich selbst ist wirklich geil und auch dramatisch cool, also wirklich gut, muss man echt sagen, da gibt es eine wirklich spannende, erwachsene Geschichte, die ich so noch nicht erlebt habe in einem Shooter, mit sehr vielen unerwarteten Wendungen. Das ist, wenn man also auf Storyspiele mag, dann passt das schon, aber das Gameplay ist mir zu... Nee, sorry, es hat sich einfach für mich nicht gut genug gespielt, sodass ich hier sagen muss, nein, das ist nicht in meiner Top 20, sorry. Aber es ist dennoch ein gutes Spiel, was man durchaus mal zocken kann, geht auch nicht so lang. The Darkness für die PlayStation 3. So, dann habe ich noch einen Shooter durchgespielt. Der ist quasi genau andersrum. Und zwar Fear. Ein richtiger Horror-Shooter aus dem Jahre 2005. Und ich habe es vorhin schon gesagt, eigentlich wollte ich den in der abwärtskompatiblen Version für die Xbox 360 spielen, weil das ist nämlich gerade freigeschaltet worden für die Abwärtskompatibilität. Habe ich aber nicht gefunden, dementsprechend musste ich meine US-Version auf der PS3 zocken. Die sollte ja eigentlich technisch nicht so geil sein. Muss ich aber sagen, im Nachhinein war es vollkommen okay. Es gibt ein paar Frame-Dips hier und da, aber da es auch ein Patch für dieses Spiel gibt, ist das nicht so schlimm, wie man vorab im Internet lesen konnte. Man kann auch ganz normal die PS3-Version spielen. Hier ist es quasi ein bisschen andersrum wie bei The Darkness. Hier hat mir das Gunplay sehr gut gefallen. Es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß zu ballern in diesem Spiel, weil das Ganze sehr, sehr brachial inszeniert ist. Und es macht total Spaß, in Zeitlupe zu schießen und dann diese Schüsse, die Kugeln in Zeitlupe mit diesem, ja, was ist das, so ein Schweif, der da hinterherfliegt, zu sehen. Das wirkt alles total cool. Überall sind Partikeleffekte. Und obwohl ich natürlich hier wieder von der nicht indizierten deutschen Version rede, könnte es durchaus sein, dass in der US-amerikanischen Version das Ganze sehr fetzig ist, was sein Trefferfeedback angeht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es splattert an jeder Ecke. Aber alles, was ich natürlich hier wertend über das Spiel sage, bezieht sich natürlich auf die deutsche nicht indizierte Version. Ja. Das muss ich sagen, also Gunplay ist hier wirklich cool, richtig krasse Atmosphäre, immer wieder schöne, nette Horror-Effekte. Das ist aber auch gleichzeitig so eine Sache, die mir leider nicht so ganz gut gefallen hat. So ikonisch hier der ein oder andere Jumpscare in diesem Spiel ist, muss man auch sagen, das Spiel hat halt auch einfach nur Jumpscares, um halt Jumpscare zu sein. Es erschreckt euch einfach nur, um euch zu erschrecken. Und das Ganze hat manchmal irgendwie, ja, weiß ich nicht, fand ich nicht so passend. Denn die Story an und für sich, weiß ich auch nicht. Ihr seid irgendwie so ein Typ in so einer Special-Einheit, in der 4-Einheit. Und also ihr seid für Paranormales zuständig. Und dann werdet ihr in so ein Gebäude gerufen und da ist halt irgend so ein Wesen. Und ich habe das Ganze nicht so wirklich mitbekommen. Denn das Problem ist, in der englischen Version gibt es keine deutschen Texte und das, was Englisch gesprochen wird, ist sehr, sehr leise. Und gerade, weil das ganze Spiel nur meistens nur über Voice, also über ja, Mikrofon-Gespräche stattfindet, also ihr werdet angefunkt, war das für mich total schwer zu verstehen, weil es auch sehr leise ist und dann war das immer dieser Mikrofoneffekt drüber, dass ich eigentlich nie so wirklich kapiert habe, was hier eigentlich gerade abgeht. Warum passiert das gerade? Na, natürlich hat man schon mitbekommen, dass hier irgendwie so ein kleines Mädchen noch ist, die legendäre Alma, die euch an der einen oder anderen Ecke wirklich toll erschreckt. Das ist eigentlich ganz cool gemacht, aber
Auf lange Sicht war mir das einfach alles zu eintönig. Ne? Wir haben hier immer, wirklich immer die gleichen Gegner. Ihr schießt immer die gleichen Soldaten ab. In jedem Level, der, keine Ahnung, 12, 13 Level. Es ist alles immer extrem dunkel. Es sieht alles immer extrem gleich aus. Es gibt kaum andere Schauplätze. Alles sind irgendwie gefühlt, 80% des Spiels sind Bürogebäudekomplexe mit den gleichen Assets, sage ich mal, Grafikassets. Es wirkt alles sehr, sehr gleich. Es kommt einfach, es fehlt mir die Abwechslung. So cool die Atmosphäre auch ist, aber irgendwann hast du dich dann auch daran abgesehen und dann wirken auch irgendwann diese Jumpscares nicht mehr so wirklich, die auch einfach nur da sind, um euch zu jumpscaren, um euch zu erschrecken. Ja, das ist beim ersten Mal, aber beim zweiten Mal, okay, kenne ich. Ne? Das hat einfach dann nicht mehr so gewirkt, sodass ich hier sagen muss, ja, schießen macht schon Spaß, haut richtig rein. Storytechnisch hat es mir aber irgendwie nicht so ganz gut gefallen. Aber man muss auch sagen, das Spiel ist 17 Jahre alt. Ne? Daher muss man schon sagen, es ist ein sehr, sehr guter First-Person-Shooter. Wenn jemand das total genossen hat damals, dann kann ich schon verstehen, dass man das weiter oben ranken würde in einem internen Ranking. Für mich hat es jetzt basierend auf der Wahrnehmung, die ich im Jahr 2022 hatte, nicht gereicht, um es in meine Top 20 der besten Shooter-Kampagnen zu packen. Wie gesagt, ich habe die Story nicht wirklich mitbekommen und mir war es zu abwechslungsarm. Und dann war die Atmosphäre und das Gunplay einfach nicht gut genug für mich persönlich. Ne? 17 Jahre früher hätte es wahrscheinlich anders ausgesehen. Trotzdem, 4 ist schon ein Brett, muss man sagen. Es macht vor allen Dingen sehr viel Spaß zu schießen. Ja, und ich bin froh, es endlich nachgeholt zu haben. 4. Cool, cooles Ding. Gut, dann kommen wir zu einem limitierten Spiel, was ich jetzt auch schon durchgespielt habe. Wie gesagt, das hätte auch in Kategorie 1 drankommen können. Aber das Spiel ist nur recht kurz, geht so 3-4 Stunden. Da habe ich es auch dann gleich durchgezockt, weil es mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Superliminal von Super Rare Games. Ein Spiel, das ich schon länger auf dem Radar hatte und ich es auch eigentlich viel lieber in der PlayStation 4 Variante gehabt hätte. Leider gibt es das physisch bisher nur für die Switch. Dementsprechend musste ich hier natürlich zugreifen. Es ist ein First-Person-Puzzle-Spiel und es erinnert so ein bisschen an Portal und Stanley Parable und vor allen Dingen Anti-Chamber als an ein Walking-Simulator mit Story wie Call of the Sea. Ne? Der Twist dieses Spiels, beziehungsweise der Clou dieses Spiels ist dabei das Rätseldesign und das Spiel mit der Wahrnehmung. Denn hier ist irgendwie nicht so, wie es scheint. Und das ist ein bisschen schwer zu erklären. Ich hoffe aber, das Gameplay zeigt euch gerade, wie ich das meine. Denn ihr müsst hier teilweise nur sehr simple Sachen lösen, beziehungsweise sehr simple Aufgaben lösen. Wie komme ich zum Beispiel hier diese Kante hoch? Und hier steht einfach nur so ein kleiner Block, der normalerweise viel zu klein ist, um darauf zu steigen, um an die Kante zu kommen. Aber in diesem Spiel ist halt alles so, wie ihr es wahrnimmt. Das heißt, wenn ihr den Block ein wenig anders haltet, wirkt er auf einmal groß und in dieser Spielwelt ist er dann auch einmal auch groß. Andersrum funktioniert es auch, wenn etwas ganz groß ist und ihr es nach unten zieht, dann wird es ganz klein, weil eure Wahrnehmung das dann anders wahrnimmt. Das ist total schwer zu erklären, das ist total blöd, aber ich glaube, das Gameplay ist hier selbstredend. Das ist so ein Perspektivending, das kann man nur in einem Videospiel machen, das ist total clever und das baut nachher noch ganz viele andere clevere Sachen damit ein, mit Licht und Schatten und immer diese, ja, nichts ist so wie es scheint, Sachen, die machen total viel Spaß und ja, wenn ihr Bock auf Puzzlespiele habt, die sehr, sehr kreativ sind und mal was ganz anderes bieten, dann kann man Superliminal nur empfehlen. Ich weiß nicht, ob es das Spiel noch physisch gibt oder ob es schon ausverkauft ist. Digital gibt es das sicherlich für ein Apple und ein Ei und wenn ihr auf Puzzlespiele steht, dann gönnt euch Superliminal. Ein weiteres Spiel von Limited Run Games, was auch limitiert ist und was ich schon durchgespielt habe, ist Far Lone Sails. Ihr habt hier quasi ein Boot bzw. eine Art Zug, den ihr einfach nur von A nach B bringen müsst, dabei aber alles ja, von selbst handeln müsst. Das heißt, ihr müsst selbst Gas drücken, indem ihr intern in diesem Gefährt auf den Motorknopf drückt oder ein Segel setzt. Ihr müsst für Energie sorgen, indem ihr Dinge verbrennt, die ihr in der Spielwelt findet. Oder ihr müsst auch alles warten. Manchmal gehen Sachen kaputt, dann müsst ihr sie reparieren oder Feuer löschen. Das ist halt ein bisschen vielleicht auch wie bei Among Us. Hier gibt es ganz viele Aufgaben, die durchzuführen sind, damit alles funktioniert. Nur, dass ihr sie alle selbst händisch machen müsst. Das Ganze wird dann halt noch kombiniert mit Umwelt- bzw. Umgebungsrätsel. Immer mal wieder gibt es ja, Blockierungen auf eurem Weg, die ihr dann irgendwie meistern müsst. Meistens müsst ihr dann aussteigen und irgendwas frei bauen, umsetzen oder ja, irgendwie lösen. Klingt ganz simpel, ist auch
ehrlich gesagt jetzt nicht anspruchsvoll, aber total spaßig, weil halt das Gameplay schon bei der Stange hält. Das Ganze aber kombiniert mit einer wirklich sehr einzigartigen Atmosphäre. Ne? Das wirkt alles sehr einsam, begleitet von schöner, melancholischer Musik. Ist dann halt diese Reise wirkt auf einmal so richtig, ja, die wirkt einfach auf euch. Ne? Ihr müsst alles selbst machen, ihr seid so verlassen. Und es macht irgendwie etwas mit euch. Es hat mir total gut gefallen. Auch wenn es jetzt nicht das anspruchsvollste Spiel an und für sich ist und das Ganze auch sehr, sehr schnell zu beenden ist, lass es knapp 2 Stunden gedauert haben. Ne? Mir hat es aber irgendwie Spaß gemacht, diese Reise zu bestreiten. So ein bisschen hat es auch was von Journey gehabt, möchte ich mal sagen. Ne? Der Weg ist hier das Ziel und ich fand es nett. Ob man das jetzt physisch für $30 plus Versand haben muss, weiß ich nicht. Aber ich fand es cool, gibt es digital sicherlich auch günstiger. So, und zum Abschluss quasi mein Spiel des Monats für die PS5, Sifu. Lange habe ich auch hier gewartet auf die physische Version, denn digital gibt es das Spiel schon seit Anfang des Jahres, aber das war es mir auf jeden Fall wert, denn hier ist ein richtig nettes, tolles Steelbook dabei und ein Artbook und ein paar Sticker und so. Und das Spiel selbst, naja, ich fand es auch richtig gut. Denn selten hat mir ein Beat'em'up, ein ganz einfaches Beat'em'up, in letzter Zeit so viel Spaß gemacht. Das lag vor allen Dingen aufgrund seiner ganz tollen Atmosphäre, aber auch aufgrund seines tollen Level-Designs. Ich möchte hier nicht zu viel spoilern, aber es ist halt nicht nur einfach normal, sondern auch paranormal. Und das muss reichen. Das Gameplay ist dabei, ja, da muss ich schon was sagen, das ist ein bisschen zweischneidig. Denn ich muss ja auch sagen, ich habe das Spiel im Easy-Mode durchgespielt. Nicht, weil es mir wahrscheinlich zu schwer war im normalen Mode. Ich hatte aber einfach keinen Bock drauf. Ich hatte keinen Bock. Ich habe das Spiel normal gespielt und dann irgendwann gemerkt, nach einiger Zeit, ja, es ist ganz schön anstrengend. Und jedes Mal, wenn du hier stirbst, wirst du halt älter. Das ist so der Gag des Spiels. Jedes Mal, wenn du stirbst, kannst du weitermachen. Du älterst aber ein paar Jahre, machst dafür mehr Schaden, hältst aber auch wenig aus. Und wenn du irgendwann über 70 oder so bist, dann ist das Spiel vorbei und du musst halt gucken, die 5 Level des Spiels in einem Rutsch durchzuspielen. Dafür klopfst du dich dann durch Unmengen an Gegnerhorden, kannst halt auch Punkte sammeln und dir Skills und so weiter freischalten, teilweise auch permanent, um das Ganze leichter zu machen. Aber hier ist halt Defensive genauso wichtig wie Offensive und mir hat es echt teilweise genervt, so darauf zu achten, was ich machen muss. Und ich hatte einfach keine Lust, mich drauf einzufuchsen. Ich wollte einfach dieses Spiel genießen und einfach dieses Übermachtsgefühl zu haben, in eine Gruppe von 10 Leuten reinzugehen, alles wegzublocken und die ganze Zeit offensiv die Leute umzuhauen. Dementsprechend habe ich gesagt, weißt du was, nee, spiel es doch einfach mal auf easy. Und dann war es für mich ein deutlich besseres Spielerlebnis. Und ich schäme mich auch nicht, das jetzt zu sagen. Mir hat es hier einfach viel mehr Spaß gemacht, das Spiel als solches wahrzunehmen und zu erleben, indem ich hier einfach ohne Anspruch mich durchknacke, mich beim Verteidigen nicht darauf konzentrieren muss, von welcher Seite die Angriffe kommen und wie ich am besten, ob ich jetzt blocke oder ausweiche, sondern einfach nur die ganze Zeit eine Taste drücken muss. Das Kämpfen an und für sich hat mir einfach viel mehr Spaß gemacht. Komischerweise hat mir das bei Yakuza, was ja vielleicht ähnlich ist, überhaupt keinen Spaß gemacht. Hier hingegen total, weil das Ganze ist halt sehr interaktiv, so ein bisschen wie bei den Batman Arkham Spielen. Ne? Je nachdem, wie ihr schlagt oder kombiniert, führt ihr unterschiedliche Sachen aus. Habt dann auch ein paar Special Moves. Könnt zum Beispiel später die Umgebung mit einbauen, indem ihr Waffen einsetzt, Waffen aus der Luft fangt und die zurückschmeißt, Stühle auf eure Gegner ballert. Das macht total viel Spaß. Das erinnert so ein bisschen an John Wick oder so, oder alte Kung-Fu-Filme. Und das hat auch immer so richtig schöne, viele Anspielungen auf alte asiatische Filme, wie zum Beispiel, ihr seht vielleicht hier gerade dieser Oldboy-eske Aufbau dieses Levels. Sehr, sehr cool, macht mir sehr, sehr viel Spaß. Nachdem ich es jetzt durchgespielt habe, vielleicht irgendwann nochmal ein bisschen in höherem Schwierigkeitsgrad, aber nee, ich bin einfach froh, es erstmal gespielt zu haben, weil es einfach ein richtig, richtig gutes, einzigartiges Beat'em'up ist, das es in der Form einfach nicht gibt und echt, muss ich fast schon sagen, eins meiner Lieblings-Klopp-Games überhaupt ist. Ich weiß nicht, das hat mich irgendwie total angesprochen. Mir hat es so viel Spaß gemacht, irgendwie durch die Level zu gehen und alles zu meistern. Ich fand es super. Also, gutes Spiel, kann ich nur empfehlen. Gibt's nur für die PS5 bzw. PC und ja, tolles, tolles Spiel. Sifu, Vengeance Edition. Oh, dann, das war's. Dann sind wir durch. Oh ja, das war heute auch ein bisschen länger und nächste Woche gibt's bestimmt irgendwas mit E3, wird bestimmt auch cool.
Wir sehen uns ansonsten wieder in einem der nächsten tollen Pickup-Videos. Ich hoffe, es war heute nicht zu viel Gefusel und Gelaber. Oh, ja, wird schon passen. In diesem Sinne, abonniert Raketenjagd.